Ein russischer Panzer wird von einer Explosion komplett zerstört. Zuvor soll eine FPV-Drohne das Fahrzeug getroffen haben. Die Steuerung mittels Kamera ermöglicht den Drohnen eine hohe Treffsicherheit. Das Video wurde von der 47. Brigade auf Telegram verbreitet. Militärbloggern zufolge soll der Angriff nordwestlich von Avdijewka passiert sein. Nach Angaben der Ukraine wollen russische Truppen den Ort Stepowe einnehmen, um die Logistik des ukrainischen Militärs abzuschneiden.